Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Tipp zu JetBrains ReSharper. Nachdem wir in der letzten Woche geschaut haben, wie du mit dem File-Layout schnell und einfach Ordnung in allen deinen Dateien und in allen deine Klassen bringen kannst, falls du es verpasst haben solltest, verlinke ich dir das nochmal oben rechts in der Ecke, also die gesamte Playlist, schauen wir uns in dieser Woche das nächste coole Feature von ReSharper an, den To-Do Explorer. Was daran besonders cool ist, das zeige ich dir nach dem Intro. Viel Spaß! Jeder kennt das. Du entwickelst fröhlich vor dich hin und plötzlich kommst du an einer Quellcode-Stelle vorbei, die dringend überarbeitet werden muss. Wo noch ein Feature fehlt oder wo die Funktionalität noch ein paar mehr Tests vertragen könnte. Ja, in diesem Fall bietet Visual Studio bereits eine Möglichkeit, einen Kommentar mit dem Präfix To-Do zu verfassen. Und danach taucht dieser Kommentar dann im Aufgabenfenster von Visual Studio auf und erinnert dort an die fällige Aufgabe. Das Feature alleine ist schon echt cool und ich nutze es gefühlt 100 Mal am Tag. Aber seit es in Visual Studio integriert wurde, hat sich der To-Do Explorer leider vom Funktionsumfang her nicht mehr wirklich verändert. Und das ist echt schade in meinen Augen. Noch immer werden alle To-Dos in einer flachen Liste angezeigt, es besteht kein Bezug zu den Projekten oder Schichten, in denen das To-Do existiert und außer To-Dos kann leider auch keine andere Art von Aufgaben verwaltet werden. Und wie immer kommt genau hier der To-Do Explorer von ReSharper ins Spiel und glänzt, mal wieder dabei auf ganzer Linie. Über Extensions, ReSharper, Tools, To-Do Explorer kann die Variante von ReSharper angezeigt werden, welches dem To-Do Explorer vom Visual Studio wirklich mehr oder weniger überflüssig macht. Zunächst sehen die Aufgaben nicht so viel anders aus wie im Aufgabenfenster vom Visual Studio selbst, aber der To-Do Explorer ist vollgepackt mit nützlichen Funktionalitäten. Zunächst kann die Liste unter Group By nach speziellen Features gruppiert werden, zum Beispiel nach Text, Types und vielem anderen. Dabei ganz klar mein Favorit ist die Gruppierung nach Project Structure, also nach einer vergleichbaren Struktur wie im Solution Explorer vom Visual Studio selbst. Auf jeder dieser Ebenen ist dabei direkt ersichtlich, wie viele offene Aufgaben hier abgelegt sind und so verliert man nie den Überblick bei seinen Aufgaben. Richtig cool ist, wie immer, die Anpassbarkeit von ReSharper. Ich verwalte über die To-Do-Kommentare vieles. Bugs, Tests, To-Dos und vieles mehr. In ReSharper können für all die Aufgaben verschiedene Typen angelegt werden. Beispielsweise kann so mit wenigen Klicks ein Typ für Tests erstellt werden, also offene Unit-Tests im Quellcode, und so pflege ich beispielsweise während einer Test-Driven Development Session stets die Liste meiner noch durchzuführenden Tests auf genau diese Art und Weise. Und als wäre das noch nicht genial genug, gibt es noch die Möglichkeit, IDs mit zu verlinken. Wie ich dir bereits in einem anderen Tipp für das Thema Softwarequalität gezeigt habe, solltest du alle technischen Schulden in deinem Backlog erfassen. Dazu zählen selbstverständlich auch die technischen Schulden im Quellcode. Hast du so eine Stelle gefunden, sollte die Stelle in deinem Ticketsystem festgehalten werden, sodass dein Product Owner dies auch auf dem Schirm hat. Im To-Do Explorer kann dann ein entsprechender Typ angelegt werden, in dem auch die ID des Tickets von DevOps oder Jira verlinkt ist. Mit einem Klick auf deine Aufgabe gelangst du so auf dem schnellsten Wege zum entsprechenden Ticket in deinem Ticket-Tool. Falls du das Thema Technical Backlog verpasst haben solltest, verlinke ich dir hier oben nochmal das entsprechende Video dazu und in Verbindung mit diesem Tool in ReSharper ist es echt großartig. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieses Tipps zu JetBrains ReSharper. Ich hoffe, den kanntest du noch nicht. Falls nein, guck dir das Kerlchen echt mal genauer an, weil es ist echt super nützlich und macht meinen Entwickleralltag um einiges einfacher. Wenn du mir dabei helfen möchtest, dieses Tool noch mehr Entwicklern zu zeigen, gib dem Video bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann verpasst du kein Video mehr. Solltest du noch nicht genug haben, verlinke ich dir rechts noch ein paar Videos. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit, bis zum nächsten Mal und ciao.